Hallihallo, hier ist mal wieder Kurasugu. Wie ihr seht, wir sind zurück in Fallout 4. Wir sind ja im Synth versteckt, in Verhaber, auf Verhaber. Irgendwo hier müsste. Ich nehme an, sein? Dass du nicht lange bleiben willst. Tust du das? Moment. Das ist unhöflich. Das ist ein wenig unhöflich, findest du nicht? Behandelt ihr eure Gäste immer so? Nein. Wir haben keine Gäste. Arcadia ist nur so sicher, wie wir den Ort machen. Wenn wir unnötige Risiken eingehen und achtlos sind, kann es übel werden. Und das schnell. Das stimmt wohl. Wenn ein Zünd bei uns Zuflucht sucht, nehmen wir ihn auf. Lassen ihn wie einen Zünd leben. Frei von Angst. Diese Beschreibung passt nicht auf dich. Das macht dich zu einem unnötigen Risiko. Nimm's nicht persönlich. Das Minimieren unseres Kontakts mit Außenseitern hat praktische Gründe. Ja, okay, das kann ich schon verstehen, aber ich will euch nichts Böses. Entspann dich. Ich bin keine Bedrohung. Mach einfach keinen Ärger. Hatte ich nicht vor. Die. Mit dir haben wir, glaube ich, letztens gesprochen. Mit dir aber, glaube ich, noch nicht, ne? Hey, offenbar bist du sauber. Also, was willst du hier? Kazumi. Ich bin hierher gekommen, um Kazumi zu finden. Oh, das ist aber nett von dir. Diese Kazumi ist wohl ganz in Ordnung. Vielleicht ein wenig verwirrt. Aber sind wir das nicht alle? Nicht, dass mich jemand fragen würde, aber es wird alles einfacher, sobald einem klar wird, dass nichts wichtig ist. Was du bist, woher du kommst, lass es einfach los. Dann wird das Leben einfach. Naja, nicht wirklich. Klingt irgendwie schon traurig. Hört sich ziemlich trostlos an. Kommt immer drauf an, wie man es betrachtet. Naja, ich habe vor kurzem als Händler angefangen. Ich habe zwar nicht viel, bin aber immer für einen guten Deal zu haben. Lass es mich wissen, wenn du was brauchst. Ich habe es zwar vermutlich nicht, aber lass es mich trotzdem wissen. Nee, gerade nicht. Vermutlich eh nichts, das dich interessiert. Der ist ja nur, wobei, der hat bestimmt ganz krasse Sachen. Ich wette, es hat richtig krasse Sachen. So, Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber... Stimmt. Zu mehr reicht es leider nicht. Es ist sicherlich nicht das, was ich erwartet hatte, aber... Es bedeutet, dass es Hoffnung gibt, oder? Eine gute Einstellung auf jeden Fall. Es ist eine gute Einstellung. Hoffnung kann einem durch noch so schwere Zeiten helfen. Das weiß ich, glaub mir. Direkt nach meiner Flucht wusste ich nichts mit mir anzufangen. Ich war verloren, verängstigt. Aber ich habe Gerüchte über Chase gehört... Und darüber, dass sie Menschen an einen sicheren Ort bringt. An einen Ort nur für uns. Und nur für uns. Jetzt bin ich hier. Na jo. Wie auch immer es weitergeht. Ja, es war schon Glück. Reden, dass du einen Platz für dich gefunden hast. Ja, stimmt wohl. Ich dachte nur nicht, dass ich hier landen würde. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Ja, gut, das klingt schon ein bisschen uncool. So. Hier so unten warten. Hier geht's nach unten. Okay. Da hinten. Da ist sie. Die Schaltkreise sind total hinüber. Immer noch eine Bastlerin anscheinend. Kazumi Nakano? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Deine Eltern haben mich geschickt. Deine Eltern haben mich geschickt. Du sollst nach Hause kommen. Sie haben was getan? Du bist so weit gereist? Wegen mir? Jupp. Du bist gegangen, ohne deinen Eltern zu sagen, warum. Du hättest wissen müssen, dass sie sich sorgen. Meine Eltern. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Die Wahrheit? Was meinst du damit? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Synth. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch dann verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Naja, du hast sie ja nicht selber umgebracht, oder? Also, hast du einen Beweis? Hast du einen Beweis dafür, ein Synth zu sein? Kleine Dinge. Träume, dass ich im Labor aufwache.
Jahre als Kind, an die ich mich nicht erinnere. Und zu Hause war ich immer fehl am Platz. Naja, Du hast niemanden ersetzt. Kenji und Rei sind immer noch deine Eltern. Ich verstehe schon. Du sollst ihre Tochter zurückbringen. Und ich wünschte, ich könnte das. Wirklich. Ey, wieso kann ich nie in überreden? Das ist, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Ich helfe dir. Wenn da was läuft, kann ich helfen. Sag mir einfach, was los ist. Ich weiß nicht, wie du... Moment. Natürlich kannst du helfen. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Jo. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Gut, ich höre zu. Okay, wo soll ich anfangen? Am Anfang? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und okay, dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebelfahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Wenn Dima eine Nummer abzieht, müssen wir es wissen. Das stimmt wohl. Okay. Ich helfe, wenn ich kann. Aber viel ist das nicht. Ich weiß. Ich arbeite daran. Aber bisher ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen. Aber es ist abgeschlossen. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Okay. Ich rede mit Dima, wo er nicht... Ich krieg das hin. Bleib einfach hier. Okay, viel Glück. Komm zurück, sobald du etwas rausgefunden hast. Von einem Fall zum nächsten. Einfach ist es nie, nicht wahr? Ich bin okay, mir sicher. Okay, jede Menge optional. Vielleicht Cock? Der hantiert immer mit den Vorräten rum, wenn sie reinkommen. Hey. Okay. Hi. Hast du kurz Zeit? Ja. Natürlich, Nick. Was gibt's? Normalerweise würde ich dich damit nicht nerven. Aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Solange ich denken kann, habe ich schon diese Rückblenden. Na, darum geht's. Okay, das klappt. An Orte, an denen ich nie war. Dinge, die ich nie gesehen habe. Nix Erinnerungen. Die sind nicht schlimm. Die sind nur ein Hinweis, dem ich nicht entrinnen kann. Dass ich nicht die Person bin, die ich glaube zu sein. Dass ich gar keine Person bin. Ich bin nur eine Maschine, die vorgibt, ach, ein Mensch, Mensch zu sein. Nick. Nu. Mehr zu tun, Mensch, du bist mehr. Du denkst, du fühlst. Das ist mehr als nur so tun, Nick. Nett, dass du das sagst. Aber Leute wie du müssen normalerweise nicht mit dem Leben eines anderen in ihren Schädeln klarkommen. Versteh ja, mich schon. Nicht. Ich stehe in Nicks Schuld. Diese Erinnerungen haben mich am Leben gehalten. Nick war ein toller Bulle. Ein Mann mit gutem Instinkt und einem guten Herzen. Ich kann von Glück reden, dass sie mir keinen Häftling eingepflanzt haben. Das stimmt wohl. Oder wer auch immer sich an den grauen Zellen hat rumfuschen lassen. Aber dank Nick gehe ich als Mensch durch. Deshalb lebe ich unbehelligt in Diamond City, während andere Synths sofort erschossen werden. Ich weiß, ich hab's gut, aber mein ganzes Leben verdanke ich Nick. Alles, was mich ausmacht. Mein Urteilsvermögen, meine Sprache, ja sogar mein Name. Das gehört ihm. Und ich kann nichts dagegen tun. Denn ohne das bin ich nichts. Naja, eine Hülle. Ich will doch nur ein Leben, in dem irgendetwas mir gehört. Ja, dann bau doch eins auf. Du hast dir doch ein eigenes Leben aufgebaut, Nick. Du hast die Agentur, ein Zuhause, Freunde. Ich meine, du hast nicht Unrecht. Nein. Also, ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken.
Danke. Gut. Ja, ja, bitte, bitte, bitte. So, endlich wollten wir hier Lagerraum und sonst was machen. Es gibt da noch diese Sache aus Nick Valentines Vergangenheit, die ich gerne abhaken möchte. Ich könnte Hilfe gebrauchen, wenn du bereit bist. Ja, jetzt kommt das noch. Was gibt's denn? Die hier stammt direkt aus dem... Es war einmal... Ja, der Satz ist da. Worauf willst du hinaus? Achso, schon geklickt. Wir können diese ganzen Binder finden. Dann finden wir den Kerl, Eddie Winters, genau. Davon haben wir, glaube ich, schon ein paar Binder. Ja, ja. Du bist ein guter... Jetzt. Damals nach... Wenn wir das überspringe ich mal. Das sind so Nebenquests, die wir wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Ja, ein von 10 Eddie Winter. Hulubindern. So, irgendwie hier nebenan, meint ihr, das ist ein Lagerraum. Meint ihr vielleicht doch den hier oben? Das ist nicht unbedingt ein Lagerraum, nee. Hallo. I'm back. So, was meint sie dann? Moment. Da ist ein Ziel. Was ist dort? Also, das ist die Tür wahrscheinlich jetzt doch. Okay. Ist echt gut, aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Ja. Fast. Noch ein Stück. Gotcha. Ja. Von hier aus soll man gut lauschen können, ja? Dann machen wir das doch mal. Gut, lauschen wir mal im Gespräch. Ich bin gespannt. Da haben wir Nummer 1. Nummer 2. Oh, Steamer. Da kommt er. Wir müssen das ohne Blutvergießen schaffen. Fahrhaber und die Kinder des Atoms haben beide das Recht, auf der Insel zu sein. So wie wir auch. Die werden sich umbringen, Dima. Immer weiter. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Haben wir uns nicht schon für eine Seite entschieden? Die Nebelkondensatoren zu bauen, war nicht gerade ein Beweis unserer Neutralität. Wir konnten nicht einfach zusehen, wie der Nebel die Bewohner der Insel tötet. Du musstest also den Kindern des Atoms ein Zuhause geben? Das mit der U-Boot-Basis war ein Fehler. Der Nukleus, wie sie es nennen, ist eigentlich eine große Befestigungsanlage. Fahrhaber hat sie vertrieben. Sie haben seltsame Ansichten, aber sie haben uns stets akzeptiert. Und Beichtvater Martin war ein Freund. Tja, der neue Beichtvater nicht. Hoher Beichtvater Tektis ist ein labiler Größenwahnsinniger und wird uns bedrohen, solange wir Fahrhaber helfen. Okay. Können wir über das Offensichtliche reden? Wir drücken uns die ganze Zeit drumrum. Meine alten Speicherbänke sind in der U-Boot-Basis. Unglaublich, dass du mir nie davon erzählt hast. Ich muss warten, bis sie zum Sicherheitsrisiko werden. Ich weiß, wie es im Nachhinein aussieht. Aber in dem Moment war es ein Akt des Vertrauens. Ich hatte Sorge, dass sie die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen auslösen und sich verletzen. Ich habe den Kindern mein altes Zuhause übergeben und sie über meine Erinnerungen wachen lassen. Ich dachte, wir würden mit ihnen zusammenarbeiten. Wie sicher sind die Datenbanken? Wie viel Zeit haben wir? Und was befindet sich darin? Das hatten wir doch schon, Chase. Ich weiß nicht, was darin lagert. So ist das nun mal. Diese Methode ist meine Art des Vergessens. Aber ich habe einige Berechnungen zu ungünstigen Szenarien angestellt. Wenn bestimmtes Wissen in die falschen Hände gerät... Dann schick mich hin. Ich bin in einem Tag wieder da. Das ist zu riskant. Sie wissen, dass du aus Arcadia kommst. Wenn sie dich erwischen oder auch nur sehen, bedeutet das Krieg. Wir sollten sie zumindest darauf vorbereiten, reinzugehen. Uns gehen die Optionen aus. Ich sage, wir zeigen ihr, wie sie die Speicherbänke knackt. Du hast ohne mich daran gearbeitet? Es kam in einem ruhigen Moment auf, Chase. Aber ja, wir haben ein Programm geschrieben, mit dem man meine Erinnerungen herunterladen kann. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ich nehme gerade letzte Anpassungen am Programm vor. Ich lasse eine Kopie für dich auf meinem Schreibtisch liegen, wenn ich fertig bin.
Das Programm besorgen, damit in die Speicherbänke eindringen. Verstanden? Hoffentlich wird Wieso, glaube ich, das können wir übernehmen? Wir beobachten weiter die Situation. Ich will, dass du nur reingehst, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Ich glaube, das können wir abnehmen. Okay, da haben wir schon mal gelauscht. Überall auf der Insel im Spiel. Und was sich auch in seinen Erinnerungen befindet. Niemand darf sie vor uns finden. Das Leben eines Detektivs ist nicht leicht, aber es ist selten langweilig. Cool, hier finden wir jede Menge Emotionen. Nehmen wir doch gleich mit. Willst du eine Sammlung aufbauen, oder was? Genau, eine Emotionssammlung. Die wird hier mal so schnell... knapp. Nennen wir es mal knapp. So, okay. Wir haben immer noch Optionen, mit ihm zu reden, alles, glaube ich, oder? Zeigen wir jetzt danach aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da. Wo ist denn das jetzt? Also, ich kann immer nur mit Dima sprechen, aber muss mir auf jeden Fall das Ding holen. Gut. Ist ja mal die Frage, wo sie alle sind. Vielleicht weiter oben? Finden waren sie jetzt hier oben? Schauen wir mal. Du bist also dieser neue Typ aus dem Commonwealth. Es ist so herrlich, mal wieder jemanden aus der Heimat zu sehen. Kazumi möchte leider nicht darüber reden, aber wie ist die Lage dort so? Schrecklich? Okay, wird besser. Wir tun ja viel Gutes, da wird's besser. Ich glaube, es wird jeden Tag ein bisschen besser. Oh, das höre ich gerne. Ich würde es eines Tages zu gern wiedersehen, sobald sich die Lage hier beruhigt hat. Arcadia ist ja schön und gut, klar. Aber ehrlich gesagt, wird es doch ein wenig langweilig. Okay. Du bist hier in Sicherheit. Darauf kommt es an. Sieht so aus. Ein wenig Aufregung hier und da wäre aber nicht schlecht. Meinst du nicht auch? Wir sehen uns sicher noch. Pass auf dich auf. Willst du was kaufen oder so? Nee, gerade nicht. Sind die denn alle? Hier ist ja dieses Labor. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Nee, irgendwie. Sind die unten? Oho, hier. Okay. Mal schauen. Kann ja nicht allzu weit weg sein. Schön, dass wir alles einsammeln können, ey. Muss ich vielleicht doch da oben lang? Nee, ne? Diese alten Terminals können ziemlich vertrackt sein. Wenn du nett fragst, könnte ich es dazu bringen, alles auszuspucken. Achso, das ist jetzt hier, wo wir gelauscht hatten. Hä, wo sind die denn? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich vielleicht hier hoch? Hier waren wir doch eben. Hey. Hier kommen wir wieder raus. Ah, da ist er doch. Dima und... Boah, mit dir reden? Da ist der Schreibtisch, da wollte ich hin. Meins. Och, wollte ich jetzt gar nicht. Aber ich wollte mit ihm drüber sprechen. Hey, sag ruhig, was dir durch den Kopf geht. Was ist deine Geschichte? Einige Erinnerungen. Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Irgendwie hast du das ja auch. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit.
Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Dachte ich mir, dass er so denkt. Neu auf der Insel. Gut, ich höre zu. Bevor ich anfange, wie viel weißt du? Hast du Fragen an mich? Zu Fahaber, den Kindern des Atoms oder meinen Erinnerungen? Kinder des Atoms. Kinder des Atoms auf dieser Insel? Du hast ihnen geholfen? Ja, ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Oh ja. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Far Harbor vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat, einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tactus will den Streit mit Far Harbor beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Okay, das ist nicht gut. Ich weiß, was ich wissen muss. Dann ist mein Plan ganz einfach. Gib dich als Rekrut aus und infiltriere die Kinder des Atoms. Schaff dir Zugang zu ihrer Basis. Du findest meine Speicherbänke in der alten Kommandozentrale, geschützt durch einige Vorkriegssicherheitsmaßnahmen. Das klingt nicht so gut. Ich werde dir das Programm geben, das du brauchst, um auf meine Erinnerungen zuzugreifen. Bring mir alles, was du rausfinden kannst. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ja, das kennen wir schon. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ich würde sagen, das habe ich schon, ne? Das, was wir damals mit... Ich habe das Programm schon. Ich war glücklich. Nun, das heißt wohl, dass ich die richtige Person für den Job gefunden habe. Das können wir auch sehen. Eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Wenn wir in deinen Erinnerungen was Verdächtiges finden, kommen wir zurück. Darauf kannst du dich verlassen. Ach, Menno, nimm mir den ganzen Spaß. So, mit dir kann ich auch noch mal reden. Hallo. Hi. Hallo. Du hast Kazumi hierher verfolgt. Jo. Ich bin beeindruckt. Danke. Vielleicht nicht so unauffällig oder effektiv wie möglich, aber wirklich in Gefahr war sie nie. Tut mir leid, dass deine Reise vergebens war. Noch vergebens, glaube ich nicht. Ich wollte mich persönlich überzeugen, dass sie in Sicherheit ist. Ich gebe dir mein Wort. Arcadia ist eine sichere Zuflucht für Synths. Ansonsten würde ich niemandem helfen, hierher zu kommen. Jedem Synth, den ich gefunden habe, jedem Synth, den ich überredet habe, hierher zu kommen, wurde versichert, dass ihm kein Leid geschieht. Meine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen. Komme, was wolle. Verstanden? Ja, ist so ziemlich, ja. Okay. Da will ich nicht widersprechen. Gut, freut mich. Du hast Dimas Segen, also mach es dir auf jeden Fall gemütlich. Würde aber gern helfen. Ich würde gern helfen. Kann ich irgendwas tun? Also, nun ja, wenn du wirklich einen Beitrag leisten willst, wir haben ein Problem, um das sich jemand kümmern muss. Du hast bereits Erfahrungen auf deinen Reisen auf der Insel gesammelt. Naja. Bestimmt bist du dafür gut gerüstet. Ah ja. Geht so, glaube ich. Gut, ich höre. Wir warten auf einen neuen Synth und er sollte längst hier sein. Es gibt keine Spur von ihm und ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verlaufen hat. Okay, dann suchen wir noch jemanden. Du solltest erst einmal mit Brooks in Far Harbor reden. Er ist einer von uns, ein Synth. Er begrüßt die Neuankömmlinge und weist sie in die Reise hierher ein. Natürlich wird er dir nichts sagen, ohne einen Beweis, dass du für mich arbeitest. Dann gib mir einen Beweis. Wenn er nicht kooperiert, sag ihm, dass seine Bezeichnung L792 lautet. Das sollte ihn überzeugen. Okay. Das ist alles, was ich zurzeit tun kann. Bitte beeil dich. Dieser Synth wird da draußen allein nicht lang durchhalten. Ja, okay. So, hier ist immer noch was angezeigt. Irgendwo kann ich mir noch eine Quest holen. Oh Mann, gibt's ja wohl nicht. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir das machen, machen wir einen kleinen Aufnahmestopp. Wir sind jetzt hier ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen Story und alles. Ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar oder einen Daumen da. Würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Tschüss.